Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Heute habe ich nicht nur eine Karte für euch, sondern einen Sketch, aus dem ihr dann mehrere Karten basteln könnt. Eine amerikanische Demo, Connie Stewart, nennt das Konzept Now, Wow, Holy Cow. Jetzt mal ganz grob auf Deutsch, jetzt gleich. Gut, wow braucht man nicht übersetzen und heiliger Bimbam, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Konzept, das man so auch öfter mal im Katalog, also im Stampin' Up! Katalog finden kann. Nämlich eine Karte, die recht einfach gestaltet ist, ein Sketch, der dann mit in verschiedenen Schritten noch ausgeschmückt wird oder ja, bearbeitet wird und ein bisschen aufwendiger gemacht wird. Das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Ich habe dann auch lange überlegt, wie man das im Deutschen bezeichnen könnte. Ich wollte ihr jetzt den Namen nicht ganz klauen, auch wenn das Konzept vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zwangsweise von ihr ist. Ich bin gelandet bei angesteckt, aufgepeppt und Wow-Effekt. Das ist jetzt zugegebenerweise nicht ganz so catchy, aber es trifft es ganz gut. Weil wenn man jetzt mit diesem, sagen wir mal, Bastelvirus oder Stempelvirus gerade erst angesteckt wurde, dann hat man vielleicht noch nicht so viel Equipment. Und je länger man dabei ist, desto mehr Dinge, Material, Werkzeug hortet man oder hat man in seinem Bestand. Und dann kann man das Ganze einfach noch ein bisschen ausschmücken. Wir arbeiten heute mit dem Stempelset Sweets and Treats, das ich mir ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, nur wegen diesem einen Spruch bestellt habe, Bring on Christmas. Aber es ist auch Happy Birthday dabei und ein Cupcake oder ein Muffin, je nachdem, wie man es nimmt. Und den habe ich mir da mal rausgepickt, weil Weihnachten ist ja nur recht begrenzt im Jahr. Und auch wenn, also wahrscheinlich viele, wie ich, hauptsächlich zu Weihnachten basteln oder sehr viel zu Weihnachten basteln im Vergleich zum Rest des Jahres, ist es ja, wie gesagt, nur eine begrenzte Zeit im Jahr. Deswegen ist es ganz gut, wenn man solche Weihnachtssets auch über das Jahr hinweg verwenden kann. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an. Das ist die Karte, zumindest die erste Karte, die wir machen möchten. Da nehme ich mir jetzt einfach mal einen Farbkarton her. Könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt, was euch am besten gefällt. Ich nehme hier, was ist Heideblüte? Heideblüte heißt es auf Deutsch. Ich sollte nicht so viele Videos auf Englisch schauen, dann würden mir vielleicht die deutschen Namen ein bisschen besser einfallen von den Farben, ne? Ja, also Heideblüte. Der Farbkarton ist zugeschnitten auf 28 cm mal 10,5, gefaltet bei 14 cm. Und dann habe ich mir ein Stück in Grundweiß zurechtgeschnitten. Das hat die Maße 3,8 mal 13,3. Also es ist 5¼ Inch mal 1½ Inch, wenn ich mich nicht sehr täusche. Wie immer findet ihr die Maßangaben auch unten in der Infobox. Einfach da reinschauen, da sind alle Maße drin. Und dann nehme ich mir das Stempelset in Espresso und hier einmal den Muffin. Ihr könntet das jetzt natürlich auch mit dem Stamperatus machen, um die Abstände gleichmäßig zu halten. Ich persönlich lege einfach los und gucke dann, dass ich es einigermaßen mit gleichem Abstand hier hinsetze, meine Cupcakes. Oh ja, passt schon. Nehmen wir jetzt einfach mal so. Und wenn wir jetzt schon beim Stempeln sind, wo ist er? Da, hier. Nehmen wir unseren Spruch auch gleich. Happy Birthday. Und den setzen wir hier direkt auf die Karte auf. So ein bisschen nach rechts und unten versetzt. Wenn wir Glück haben, ist es jetzt auch gerade. Mehr oder weniger selbstgemacht gehört so. Dann mache ich mir jetzt, glaube ich, meinen Stempel gleich mal sauber. Weil Espresso hat erstens unglaublich viele Pigmente. Wenn man da reinlangt, hat man länger was davon. Und außerdem ist die Farbe auch recht rotlastig und es bleibt dann immer so an den Stempeln hängen. Ich meine, die schauen irgendwann eh nicht mehr so schön aus, aber das ist, wie wir gelernt haben, auch ein Qualitätsmerkmal, weil je mehr diese Photopolymer-Stempel die Farbe annehmen,
desto besser geben sie die Farbe auch wieder ab. Und wenn man jetzt abstempeln würde, seht ihr, hinterlässt das auch keinen Abdruck mehr. Also das heißt, die schauen irgendwann zwar nicht mehr so schön aus, stempeln aber trotzdem gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man solche Klarsichtstempel hat und die Farben nicht annehmen, dann taugen die Stempel auch nichts. Kannst die Abdrücke vergessen. So, machen wir mal mit dem weiter, was wir eigentlich machen wollten. Ich nehme mir hier zwei Stampin' Blends Kombipacks zur Hand. Und zwar einmal in Savanne und einmal in, was ist das? Safrangelb. Genau. Mit Savanne male ich mir hier erstmal mit Dunkel Savanne hier die Förmchen von den Cupcakes so ein bisschen nach. Wirklich, macht keine Wissenschaft draus. Das fällt hinterher eh nicht mehr auf. So, und dann male ich den Cupcake, der hier unter dem Frosting zu sehen ist, auch gleich noch in Dunkelsavanne an. Hier Schokomuffin, Schokocupcake. Und das auch einfach hauptsächlich deswegen, weil wir dann nicht 10 verschiedene Packstifte brauchen. Das ist ja gerade am Anfang, wenn man noch nicht ganz so viel Equipment hat, vielleicht auch ganz ratsam, dass man für ein Projekt nicht 10 verschiedene Farben braucht. In dem Fall sind es 2. Also wenn man es ganz langweilig lassen wollen würde, dann könnte man die jetzt oben auch weiß lassen. Da gibt ja auch so weiße Buttercreme. Also das ging ja auch. Aber ein bisschen Farbe darf schon rein. So, wie ihr seht, male ich jetzt da auch einfach nur noch relativ grob mit dem Hellsavanne oben drüber. Und der ist bei mir leider auch schon ein bisschen auf dem letzten, in den letzten Zügen. Da brauche ich mal einen neuen. Die andere Seite habe ich schon ganz kaputt gemalt. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil sonst schaut eure Spitze irgendwann nicht mehr ganz so hübsch aus. So, und dann nehme ich mir dunkel Safrangelb und fahre hier überall einmal lang. So. Und mit hell male ich den Rest aus. Und wie gesagt, ich muss da jetzt auch nicht viel Blend Effekt reinkriegen. Das darf ruhig so ein bisschen zweifarbig sein hier. Zack, fertig. Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist das hier aufzukleben. Da nehme ich einfach Flüssigkleber, der sich leider oben zugesetzt hat. Okay, erstmal Popel raus. So, aber jetzt ein bisschen Flüssigkleber hier drauf. Dann richte ich es oben und unten mittig aus. Und rechts und links so, dass das Happy Birthday schön steht. Und das ist die ganz einfachere Variante dieser Karte. Also wirklich so die, sagen wir mal, die Schnellversion. Ja? Also Nummer 1 haben wir fertig. Für Nummer 2, die etwas aufwendigere Variante davon, habe ich denselben Aufbau genommen. Also auch wieder Heideblüte in 28 x 10,5 gefaltet bei 14 cm. Und da habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sieht, die Vorderseite hier geprägt. Und zwar mit dem Prägefolter. Wie heißt der? Dank und Gruß. Gibt's Hallo und Danke. Ich habe jetzt hierfür mal Hallo verwendet. Und wie ihr seht, ist dieser Folder zum einen schmaler, der geht auch in die Mini-Stanz- und Prägemaschine.
Und zum anderen ist der hier so quer. Das heißt, also ich hätte den natürlich jetzt auch irgendwie so durchdrehen können. Aber dann wäre die Schrift erstens so rumgegangen. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht so schlimm gewesen. Aber er ist nicht breit genug für die ganze Kartenfront. So auch nicht. Aber man kann das natürlich so machen, dass man es hier einmal einlegt und dann einfach noch einmal. Dass es nicht exakt der gleiche Abschnitt ist, habe ich einmal die Karte hier rechts in den Folder rübergerutscht und dann hier bei dem zweiten Abschnitt das Ganze, hoppla, das Ganze ein bisschen weiter links rübergerutscht. Finde ich das nochmal hier so. Ja, also wir gehen zwei Durchgänge durch die Prägemaschine durch. Einmal auf der Seite und dann hier drüben. Und der sieht mir jetzt so ein ganz kleines bisschen hier, wo mir das Teil hier die Schrift noch ein bisschen gerade gebügelt hat. Aber im Grunde ist es relativ nahtlos. Finde ich, hat einen ganz netten Effekt. So, und danach gehen wir einfach wieder so vor, wie wir es bei dem anderen hier auch gemacht haben. Also hier wieder 1 Inch mal 5¼ Inch stempeln, ausmalen und draufkleben. Habe ich jetzt schon mal vorbereitet, weil zweimal müssten wir jetzt nicht beim Ausmalen zuschauen. So. Einmal hier drauf. Und dann habe ich mir auf ein Reststück Heideblüte den Spruch Happy Birthday nochmal aufgestempelt. Das ist jetzt ein 1/2 Inch breit, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist im Grunde, ja, 1/2 Inch. Ist aber im Grunde wurscht, Hauptsache ich kriege den Spruch da drauf. Also ob das jetzt ein paar Millimeter breiter oder schmaler ist, ist vollkommen wurscht. Und dann nehme ich noch eine Schere, schneide mir das hier so schräg ab. Und auch das, das ist fast ein bisschen lang hier. Hoppla. Naja, oh, geht so. Das setze ich jetzt auch mit Flüssigkleber hier auf. So. Fällt mir ganz gut, glaube ich. Ja. Yep. Wunderbar. Jetzt haben wir schon zwei Varianten von dieser Karte. Obwohl, ich weiß nicht, ob das in der Kamera rauskommt, das geprägte. Also ich sehe den Unterschied, ich hoffe, ihr seht ihn auch. Und jetzt wollten wir ja noch eine dritte Variante machen. Schieben wir das mal beiseite. Und auch dafür habe ich wieder den Grundaufbau gleich genommen, nämlich eine Kartenfront oder eine Karte in Heideblüte, 28 cm mal 10,5 cm gefaltet bei 14 cm. Dann habe ich wieder das mit dem Prägen gemacht, allerdings diesmal auf Pergamentpapier. Das ist dieses durchscheinende Papier. So, hoffentlich sieht man das jetzt in der Kamera. Das hat die Maße 13,5 mal 10 cm. Und da habe ich es wieder genauso gemacht wie bei der Karte auch. Erst halt, das ist das Danke, es ist im Grunde wurscht. Erst hier rüber gerutscht und die eine Hälfte geprägt und dann hier rüber gerutscht und die untere Hälfte geprägt. Genau. Und da, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen anders zu gestalten, habe ich die Cupcakes nicht auf so einem weißen Streifen aufgestempelt, sondern ich habe die auch auf Grundweiß gestempelt und habe die mir dann aber ausgeschnitten. Außerdem habe ich hier beim Ausmalen noch eine andere Farbe mit reingebracht, nämlich das helle Brombeermus hier oben bei den Cupcakes. Und ich glaube, ich habe auch die Cupcakes mit Elfenbein. Nee, wie heißt das dunklere? Doch, heißt das Elfenbein? Wie heißt denn das? Bronze ausgemalt. Aber es ist im Grunde, also, ja, das macht jetzt nicht so viel Unterschied, wenn man sich das so anschaut. Aber gut, wir haben das halt jetzt hier nochmal ein bisschen anders gestaltet. Also, Cupcakes einzeln ausgeschnitten mit der Schere. Da gibt es keine Stanze dazu. Und dann habe ich hier mein kleines Schildchen gemacht, wieder wie hier eigentlich im Grunde, nur dass ich hier halt so ein Fähnchen draus geschnitten habe und hier die Ecken so ein bisschen abgeschnitten habe.
Und ich habe auch noch ein kleines Schleifchen, aber das machen wir vielleicht hinterher drauf. Jetzt setzen wir erstmal hier die Cupcakes und dieses Fähnchen auf. Und das mache ich diesmal mit Dimensionals. Wo habe ich sie? Hier. Da reichen uns zwei. Und auf die Cupcake kommt auch jeweils einer hinten drauf. Schwuppdiwupp. Diwupp, diwupp. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich erst die Cupcakes und das Fähnchen draufsetze, dieses Vellum oder dieses Pergamentpapier ist ja durchsichtig. Das heißt, man würde auch den Kleber durchsehen. Oder man sieht tatsächlich auch den Kleber durch. Und um das so ein bisschen zu verstecken, klebe ich jetzt dann nur da Kleber hin. Hoppla, das war vielleicht nicht ganz so gut. Ja, das jetzt hier nochmal runterkriegen. Ja, mit Gewalt geht alles. Deswegen mache ich erst meine Deko drauf und gebe dann erst den Kleber auf die Rückseite von diesem Vellum. Und zwar an den Stellen, also wir probieren das jetzt nochmal, an den Stellen, wo es durch die Deko verdeckt ist. Damit wir hinterher den Kleber auf der Vorderseite nicht mehr sehen. So, ich konzentriere mich und kann deswegen leider nicht mehr sprechen. Wie schade. Gut, Fähnchen kommt auch noch drauf. Ich gehe runter jetzt hier. Dibbel, dibbel, Fähnchen machen wir. Hierhin ist es gerade jetzt. Das ist jetzt die einzige Herausforderung, dieses Fähnchen hier gerade zu kriegen. Ja, naja, passt jetzt so. So. Mein Perfektionismus mal wieder in vollem Gange. Dann nehme ich mir Glue-Dots und rolle mir die so ein bisschen auf. Das ist im Übrigen weiße Kordel. Einfach schlicht und ergreifend. Und die kriegt jetzt hier so einen kleinen Glue-Dot verpasst. Und dann setzen wir hier noch unser Schleifchen auf. So. Und jetzt können wir überall da, wo später sowieso die Deko ist, auch Kleber auf die Rückseite aufbringen. Also hier und hier und hier. Und hier und hier. Und dann setzen wir das jetzt auch so auf, dass wir rundherum einen gleichmäßigen Abstand haben. Bisschen festdrücken. So. Natürlich steht uns jetzt hier und hier das Ganze so ein bisschen ab. Aber es hält trotzdem. Und damit haben wir aus einem Kartensketch drei verschiedene Karten gebastelt. Einmal hier die schnelle, die angesteckt, dann hier aufgepeppt und hier Wow-Effekt. In dem Fall finde ich, ist hier unser geprägtes Vellum so ein bisschen der Wow-Effekt. Aber das kann sich ja jeder selber überlegen, was da das Wow da dran dann ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren mal sagt, was euch hier am besten gefallen hat davon. Und apropos Kommentare, wir hatten ja in meinem letzten Video, oder nein, eigentlich war es das vorletzte Video, hatte ich ja ein kleines Gewinnspiel gemacht. Und zwar, ja, kriege ich es jetzt gleich her, habe ich hier drei von diesen kleinen Tütchen verlost. Und zwar unter allen Kommentaren, die das Video bekommen hat, nämlich von meiner Shaker-Karte. Da ist alles drin, was man braucht, um die Shaker-Karte zu basteln. Und jetzt, Trommelwirbel, losen wir aus, wer diese drei Päckchen gewonnen hat. Also natürlich immer nur eins. Ich habe mir hier alle Namen aufgeschrieben, die mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel, die kommentiert haben.
Jetzt schütteln wir nochmal ein bisschen und dann ziehen wir die drei Gewinner. Nummer uno. Einmal gewonnen hat Daniela Hepke. Das ist Gewinnerin Nummer 1. Ups. Schütteln wir nochmal ein bisschen. So. Gewinner Nummer 2 ist Johanna Klappack. Ah, Johanna, die ist aus meinem Team. Das ist ja besonders schön. Hoppla, das hätte ich vielleicht mal festkleben sollen. Und Gewinner Nummer 3 ist Stefanie Neusser. Herzlichen Glückwunsch an euch drei. Ihr bekommt von mir jeweils ein Paket zugeschickt. Bitte schreibt mir eine E-Mail an mail@karos-einfallsreich.de oder ihr schaut einfach auf meine Website www.karos-einfallsreich.de. Da ist auch eine Kontaktmöglichkeit da. Da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse nochmal. Die findet ihr auch in meinem YouTube-Profil, also im Kanal. Und ich verlinke sie euch auch nochmal unten in der Infobox. Also, bitte die drei Gewinnerinnen eine Mail an mich mit eurem vollen Namen und eurer Adresse, damit ich euch euren Gewinn zuschicken kann. An alle anderen, tut mir leid, dass ihr nicht gewonnen habt, aber vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Genau, dann lege ich euch hier nochmal meine Karten hin zur Seite. Hoffe, euch hat das Video heute Spaß gemacht. Hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und bis dann. Tschüss.